Hallo Freunde, und hier sind wir wieder bei Uncharted. Ach nee, falsches Spiel. Until Dawn hier, natürlich. Let's go. In der letzten Folge haben wir das Sanatorium erreicht, haben unseren ersten Freund getroffen und nun sind wir hier die Sache am Erkunden. Ja. Ja, das ist auch hier so eine Sache. Ich würde das super nicht erkunden mehr. Also, irgendwann ist bei mir auch der Punkt erreicht, wo ich sagen, nee, es muss nicht noch mehr Scheiße sein. Wenn du schon tief drin bist, würde ich nicht noch weiter einsteigen. Natürlich, so. Ja, das war, glaube ich, nicht so gut. Egal. Dinge, die man nicht mehr vergessen kann, wenn man sie einmal gesehen hat. Ja, stimmt. Aber manche Dinge muss man sehen. Ich glaube, was Sie sagen. So. Farbe? Noch ganz frisch. Oh, hallo. Scheiße! Komm schon. Ein Gefahrtoten. Sag mal, diese Salbe, ne? Da! Eine Axt! Mir geht's besser mit einer Axt. Axt. Jetzt? Hier ist zu, Matt. Brich die Tür auf, oder? Wow, warte kurz. Wenn wir das Ding aufbrechen, wird er uns hören. Irgendeinen besseren Vorschlag? Ach, keine Ahnung. Vielleicht... da! Was? Ein Fenster. Ach, ganz toll, Matt. Da passt gerade mal mein Lippenstift durch diesen Schlitz. Nein, komm schon. Du passt niemals dadurch, du Schrank. Pass nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Oh, Gott,
passiert? Das ist irre. Wir waren doch vor ein paar Stunden noch hier. Das muss gerade passiert sein. Was zum Teufel geht hier vor? Das muss der Kerl sein. Derselbe wie ihr, wie bei Chris und Ash und Josh. Weiß, dass das der einzige Rückweg ist. Sag das nicht. Da, die Seilbahn ist ein ganzes Stück draußen. Na das, ich meine, das ist nicht weit, oder? Kannst du springen? Ich bin gut, Em. Aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Da! Feuerwachtturm! Hey, du Held! Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen, ha? Huh? Ja, die Seilbahn. Toll! Keine Schlüssel, keine Seilbahn. Also, zurück auf Anfang. Was ist mit dem Feuerwachtturm auf der Karte vorhin? Tja, wir können es versuchen. Vielleicht gibt's dort ein Funkgerät oder sowas. Ich meine bestimmt, oder? Wahrscheinlich, ja. Matt, wir müssen zu diesem Funkgerät. Ja, wir brauchen das Funkgerät. Wir nutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Wow, Matt, gute Idee. Funkgerät, sehr schlau. Warum bist du so biestig? Wir sitzen gerade ziemlich in der Scheiße. Oh, Matt, ist gut. Das stimmt, mein Freund. Wir sitzen wirklich in der Scheiße. Das hat die Gute hier noch nicht begriffen. Das ist das Problem. Oh, Moment. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Baby. Und wie von Zauberhand. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Alles klar? Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Okay, na gut. Oh okay. Mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Guck nicht runter. Wow. Okay. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. Der Berg ist irgendwie voll riesig, ey. Was, wenn's nicht funktioniert? Ach. Das Funkgerät. Das wird es. Aber, okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht, können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Wo ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder? Warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet er nämlich von uns.
das Holz hier nicht morsch ist oder so langsam nach den ganzen Wetteraussetzungen. Schatz, ich glaube, die Bude ist abbruchreif. Bauen doch so ein Ding wie das nicht auf einem Berg ohne... Du gehst da lang, dann gehe ich erstmal hier lang. Klassiker-Mädel. Haben Sie wohl übersehen. Was ist das denn? Das ist doch eine Autospur hier, oder? Wohin du trittst, Em. Ja, Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Matt, was ist das? Scheiße. Ich denke schon mal vor, ich habe den Controller weg. Oh, nichts passiert. Wollt ihr spannen? Okay. Sam. Washington Lodge um 23:11 Uhr. Es. Langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Kann ich meine Klamotten jetzt zurückhaben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen?
Im Handtuch also. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Oh. Wo seid ihr bloß? C. E. Wow, das ist schräg. H. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Ah! Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott. Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Was treibt ihr da draußen? Eine hübsche Bade. Glaubst du, sie weiß, was dir bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Tür? Warum zeigst du mir das hier? Wo gehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein. 7. Ich mach die Biege, ciao! Alter. Autsch. Okay, der Dude kennt echt auch jede Abkürzung. Und wir haben auch wieder eine Sitzung mit unserem Freund, dem Psychodoc. Herrlichus. Beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst
und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vom Versagen. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert? Kapitel 6 Vergeltung. Noch 5 Stunden bis zum Morgen. Kurz Kontrolle auf Seite legen. Ganz ruhig. Sind nur Hirsche. Die wollen uns nur beschnuppern. Nein. Die werden uns wehtun. So, Jungs. Macht mal Platz. Der Baba kommt. Geh. Langsam. Ist okay. Komm weiter. Ist okay. Ich greife die doch jetzt nicht an. Kein normaler Mensch würde die jetzt angreifen. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass die draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Wirklich? Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Hier ist ein Weg. Dann gehe ich erstmal hier lang. Super schräg. Ja. Was? Oh, hallo. Fast übersehen. Geht doch.
Ein Gefahrentotem. Interessant, interessante. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Und wir klettern und klettern den Turm hinauf. Ja, kein Strom, Drucker tot. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Sehr gut. Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Oh, er ist an. Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 und 2:30 bei der Ski Lodge der Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Beth trug eine leuchtend pinkfarbene gefütterte Jacke, schwarze Leggings, Skischuhe und eine weiße Mütze. Größe 1,72, Gewicht 50 Kilo, Augenfarbe braun, Haarfarbe braun. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter 1877 555 0127. Mich würde mal dringend interessieren, ob diese Nummer wirklich funktioniert. Oh. Vermisst. Wer hat diese Person gesehen? Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 und 2 Uhr
bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf dem rechten Schulter. Größe 1,72, Gewicht 50, Augenfarbe und Haarfarbe sind braun. Oh, Scheiße, Baumfeld, Turm, holy crap, Emily hat gerade ein anderes Problem. Au. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern, ich halte es nicht mehr aus. Hör auf,
mich anzubrüllen und lass mich einfach machen, hä? Okay? Nein, hör du auf! Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was! Ich komme. Hier. Shit. Oh, shit. Oh, oh. Matt! Es darf nicht kippen. Ja. Emily. Wie nennt man das? Wir hängen den Weihnachtsschmuck auf. Alter, Matt wurde einfach aufgehängt. War nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Ja, ich kaufe mit Joe Bill. Oh! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? Chris. Sir, was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp. Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nah. Chris! Aber ich meine, oh mein... Was soll das? Das ist so abartig. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaube nicht mal mehr, was ich sehe. Und dann sagt, wir sind jetzt irgendwo hier. Weil das muss ich hier vor.
mache und wir haben noch das Ende des Monatszeit. Und dass hier jetzt irgendwie betreut wird quasi. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da war etwas. Chris. Ash, ist okay. Du bist nur, wir beide sind im Moment nicht ganz wir selbst. Wir müssen uns zusammenreißen, ja? Geht das? Chris. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Los geht's. Ich hab gekauft. Nein, ich will nicht, denn ich bin nicht sicher. Bezahle mit PayPal, ne? Mhm. Es kommen 7 Pakete von Talia. Alter. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle? Ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Wie konnte hier alles zur Freakshow werden? Türen knallen und Kerzen gehen ganz von alleine an. Dieses Gespenst oder was immer es war. Erzähl mir nicht, du hättest diese weiße Gestalt nicht gesehen. Sie war praktisch direkt vor uns. Wir haben sie hier. Ich habe keine Halluzination. Ja, also ich habe auch gesehen. Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Warte! Chris! Der Geist! Was? Hast du nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt? Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Du hast einfach nicht aufgenommen. Ach was, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah. Scheiße, Ash. Was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay. Und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance? La 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 la. So von der Wand fallen. Geh auf Seite. Hier ist kein Griff dran. Na bitte. Oh mein Gott. Da, Chris. Jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen das ist, hast. Siehst du? Das ist... Du siehst es doch. Ich weiß nicht. Ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott. Sieht fast aus... Nicht fast. Das sind wir. Im Versteck. Warten auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau... Ich meine, genau da habe ich gesessen. Und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Ben.
Jürgen! Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Nein. Oh mein Gott, OMG. Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Juhu, morgen steigt die Party. Wenn alle zusammen hier sind auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool und oh mein Gott, Mike. Ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich muss aufhören, an ihn zu denken, aber ich kann nicht und ich will nicht. Es passiert wirklich. Mike hat mir eine Nachricht hinterlassen. Es war wie ein kleiner Liebesbrief. Ob Sam davon weiß? Auf der Rückseite war sogar eine kleine Zeichnung von mir. Total süß. Ich ziehe das Oberteil an, von dem er gesagt hat, dass es ihm gefällt. Und warte, bis die anderen sich in die Küche verziehen. Dann kann ich vorbeischleichen und es sollte dann im Gästezimmer sein. Es ist so viel los. Ich wollte es Beth erzählen, aber sie würde nur sagen, dass es eine dumme Idee ist. Aber sie versteht nicht, wie lange ich auf so einen Moment gewartet habe. Ist es übertrieben, wenn ich hoffe, dass er seine Gefühle mir gegenüber eingesteht? Ein Schritt nach dem anderen, Hannah. Originallampe für RB-Projektoren. Lampe mit Gehäuse, 96 Watt Durchsuchung, 5000 Stunden. Hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Witz sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist und... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen.
wenn du es wärst? Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Das ist eine echt gute Frage. Weißt du was? Nein. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Sieht nicht gut aus, ne? Ich habe wirklich Angst, Chris. Ich habe auch Angst, aber ich passe auf dich auf, okay? Und du passt auf mich auf. Mache ich. Ja, also dann werden wir das mal hinter uns bringen. Okay. Chris, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache hier. Was meinst du? Ich glaube, es gibt eine Verbindung zwischen den falschen Zeitungen und dem Kerl, dem Killer von Josh. Wie denn? Wie ein Komplott oder sowas? Ja, ich meine, wie? Es ergibt fast einen Sinn, aber ich fürchte, dass wir irgendwas übersehen. Alter, das ist so verzweigt hier alles. Emily Sakratz, heißt das, die ist tot? Mann, was ist das, eine verdammte Todesliste? Gott! Hallo? Oh Gott. Chris, das ist vom letzten Jahr.
dummer Streich. Ah, das ist irgendwie unangenehm, oder? Das gibt's auch noch auf Video. Wir haben eine Nachricht bekommen. Sie ist da so... Schön, dass du hier bist. So was? Sie ist so aufgeregt. Und lebendig. Sie hat keine Ahnung. Oh, Scheiße. Wow. Du warst damals wirklich begeistert. Bedauernd. Grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Ganz ruhig, ich Penn. Ich bin hier Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde fliegt hier was rum. Hör mir doch einfach mal zu. Komm runter. Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe ja gerade auf. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein? Ernsthaft? Sag mir das. Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. So, wie es weitergeht, das sehen wir erst im nächsten Part hier von Until Dawn.